Schönen guten Morgen. Ja, wie der ein oder der andere vor ein paar Monaten gesehen hat, ist die Jeanette die Erdbeerkönigin. Sie hat ein Erdbeerfeld. Und damit ihre Arbeiter es einfach haben, haben wir uns Folgendes überlegt: einen Wagen zu basteln, zu konstruieren. Und dabei hat uns unser Freund geholfen, Alexander, der in Sibirien wohnt. Und jetzt packen wir das auf. Ihr dürft mal gucken, wie wir das aufbauen Und wie das aussieht. und wie das aussieht. Ja, das haben wir gestern von der Post abgeholt. So, oder? Oh, das sind die Räder. Das sind die Räder, Emil, pack die mal aus. Ja, vier Räder mit einer Stange, vorsichtig. Nein, es wird keine Schubkarre. Emily benutzt es gleich für was anderes. Komm, pack's mal raus. Erste Rad. Eigentlich ist es ja bei uns so, dass Jeanette sehr gerne auspacken. Zusammenbasteln. Heute schaue ich euch mal zu, wie ihr mein Wägelchen zusammenbaut. Und du darfst auch mithelfen, klar. Aber wenn das passt, dann holen wir uns natürlich noch mehr. Alex, ihr habt das zu gut verpackt. Naja, dass keine Schäden dran kommen, weil es da in dem Becken drin ist. Ja? Richtig gut verpackt. Das ist jetzt der Popositzer. Ja, ist der Popositzer. Super, der Popo. Da ist der Popositzer. So. Jetzt packen wir das aus. Dann bauen wir das zusammen. Dann kommt das in die Garage. Und im Sommer. Wir haben keine Garage. Ja, aber doch. Ja. Ein Dorf hat das Garage. Stimmt eigentlich. Ah, da ist er wahrscheinlich. Ja. Hier unten ist doch ein bisschen. Aber es sieht aus wie eine Stange eher. Ja, das ist auch eine Stange. Hat er ein Schirm nicht mit dabei, ne? Sag mal, hey. Zeig mir auf dem Bild das Schirm, ja. Vielleicht müssen wir uns selber einen Schirm hinstellen. Nun da. So, jetzt kommen die Schrauben noch. Unsere Katze hilft uns auch. Ja, die Marcella. Привет, Marcella! Thank you.
der Wackel, genau. Das ist durchrutscht, ja. Fehlt noch ein Stückchen, muss noch durch und dann ist es unten. So kann man dann verschiedene Reihen bedienen. Jetzt sind wir in der Reihe. Zack. Abstellen. Zack. Und los geht's. Ja, so wie du machst, ja. Ich hab's gedacht. Ich hab das auf Pfeffer. So, dann kann man hier die Erdbeeren pflücken, ja? Ja, die Emily wird nicht pflücken, die wird eher essen. Machen wir jetzt noch die Vorrichtung. Jetzt müssen wir noch vorne das dran machen. Jetzt kommt die Ablage vorne dran. Die wird hier mit diesen Stangen dann befestigt. Ja, als ehemalige Industriemechaniker macht das mal ein bisschen Spaß, wenn wir da rumschrauben. So, jetzt kommt noch eine Stange. Ja. So, da haben wir jetzt noch die Mittelstrebe. Und je nachdem, aber das Tiefe ist, glaube ich, besser. Jetzt gucken wir hier noch die Mittelstrebe. Verschiedene Körbe. Ja. Aber wenn die Körbe drauf sind, ist das andere zu hoch wahrscheinlich, sonst kommt man nicht richtig dran. Hast du festgemacht, Mäuschen? Ja. Noch nicht ganz fest. Noch rein. Je nachdem, wie die Sonne steht, macht man es hier oder macht man es hier? Nun müssen wir noch fragen. Müssen wir fragen, wo der ist. Uns wurde ein Bild gezeigt mit einem Sonnenschirm, aber wir haben keinen Sonnenschirm erhalten. Naja, ist schon noch keine Sonne da, ne? Na stimmt. Wir müssen ja erstmal das Gestell ausprobieren. Das ist nicht dein Wegele, das ist Wegele für deine Mitarbeiter. Nein. Aber ich möchte vielleicht auch mal Erdbeeren pflücken. Ja, darfst du auch. Dann darf ich auch mal drauf sitzen und dann darf ich pflücken rein oder ich nehme es gleich in den Mund und isse. Dann fahren wir mal ein Stück zurück. Das fährt sich eigentlich sehr gut. Also die Farben sind schon mal super. Ja, die Farben sind echt klasse. Gelb, grün. Der kleine russische John Deere. Ja. Nee, klasse. Perfekt, oder? Jetzt brauchen wir dann die Körbe. Die Körbe kommen dann vorne hin mit den kleinen Sachen. Ich schmeiß irgendwo rein. Nein. Nein. Ja, Mama zieht nochmal nach. Ja, fest. Richtig fest machen.
Ja, hier kommen die Kunststoffkörbe, die man so kennt. Oder vielleicht auch gleich eine, in den Kunststoffkörbe dann diese kleinen Pappschälchen. Pappschälchen, genau. Genau. Wo man dann gleich für den Verkauf in die Regale reinmachen kann. Genau. Oder auf den Stand. Du musst mir zeigen, noch laufen, einfach laufen. Ding, 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 ding. Wunderbar, oder? So, jetzt waren wir draußen, haben den Wagen zusammengeschraubt. Und es hat Spaß gemacht. Und wir freuen uns dann auch, wenn die Erdbeeren kommen. Saison beginnt. Mhm. Wir werden wahrscheinlich noch 2 oder 3 dazu holen müssen, damit wir auch dieses große Feld damit auch bearbeiten können. Genau. Ja, Alex, vielen Dank. Sehr gut verarbeitet. Lackschicht ist gut aufgetragen, Schrauben passen, fährt sich wunderbar und die Saison wird es dann auch zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein spontanes Video und vielleicht hat der eine oder der andere was festgestellt. Wir haben eine neue Kamera und würden gerne eure Einschätzung wissen. Wie ist so die neue Tonauflage und wie sind so die Bildqualität? Wir würden uns freuen über eure Kommentare. Schenkt uns einen Daumen und bis zum nächsten Wochenende. Ciao, ciao, ihr Lieben.